ist die Nacht zum 2. Juni 2019, als Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke aus dem Leben gerissen wird. Erschossen auf seiner eigenen Terrasse. 2 Wochen lang suchen die Ermittler nach Hinweisen. Dann führen DNA-Spuren zu ihm, Stefan E. Er gesteht die Tat und gibt Täterwissen preis, denn er nennt das Versteck der Mordwaffe. Auf dem Gelände seines Arbeitgebers in einem Erdloch. Doch dann, wenige Wochen später, widerruft Stefan E. sein Geständnis, sagt, er habe geschossen, Markus H. Wer ist der mutmaßliche Komplize? Wie steht er mit Stefan E. in Verbindung? Und was haben beide mit Dr. Walter Lübcke zu tun? 2015. Es ist der Anfang der Flüchtlingskrise. Tausende Menschen kommen in Deutschland an, auch in Kassel. Notunterkünfte werden errichtet, Zeltlager entstehen. Und er kümmert sich damals um alles, Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke. Er informiert die Bürger immer wieder über die getroffenen Maßnahmen. So auch am 14. Oktober 2015 im Bürgerhaus in Lohfelden. Viele Bürger der Gemeinde sind gekommen, aber auch Rechtspopulisten, so erinnert sich Kurt Heldmann. Er ist Fotograf und war damals auch als freiwilliger Flüchtlingshelfer aktiv. Der Saal hatte sich schon gut gefüllt, es kamen immer mehr Menschen und dann kam eine Gruppe von Personen, also ich schätze mal 10 bis 15 etwa, rein. Und als ich mir dann die Gruppe genauer angeguckt habe, habe ich jemanden erkannt, den ich schon lange kannte, nämlich Michael Fiehmann. Michael Fiehmann war der Organisator der Pegida-Kundgebung in Kassel, die unter dem Label Kagida liefen. Und es war offensichtlich, dass er mit dieser Gruppe gemeinsam dann gekommen war. Pegida, die sogenannten patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, demonstrierten damals gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Zum Teil kein harmloser Protest. Der Kagida-Chef Michael Fiehmann wird später wegen Volksverhetzung verurteilt. Auch der mutmaßliche Mörder Stefan E. und Markus H. sind gekommen. Die beiden verbindet eine lange Freundschaft. Während Lübcke spricht, wird er immer wieder durch Zwischenrufe attackiert und beleidigt. Die Aktion sei geplant gewesen, ist sich Kurt Heldmann sicher. Diese Personen hatten Sprechzettel dabei. Das fand ich ganz originell letztlich. Also bei aller makaberen Situation hatte das noch was Originelles, dass sie die Sprüche, die sie dann im Laufe der Veranstaltung gerufen haben, offensichtlich einstudiert haben und aufgeschrieben. Mit Schreibmaschine schön ordentlich, beziehungsweise mit Computer ausgedruckt. Als die Provokationen gegen ihn unerträglich werden, fällt der Satz, der ihm später zum Verhängnis wird. Da muss man für Werte eintreten und wenn diese Werte nicht vertritt, der kann jederzeit dieses Land verlassen, wenn er nicht einverstanden ist. Das ist die Freiheit eines jeden Deutschen. Das ist die Hoffnung. Nach diesem Satz ging auf einmal eine Unruhe durch den Saal. Rufe, also wirklich auf einmal eine Aggressivität. Ich habe das in dem Moment gar nicht richtig verstanden, was das war, aber mir ist das dann nachher deutlich geworden, weil dieser Satz wurde ja dann so interpretiert, als würde er sich auf die beziehen, die gegen die Aufnahme von Geflüchteten sind, was gar nicht gemeint war, ne, sondern es war viel allgemeiner gemeint. Eben, es ging um Freiheit, die wir haben. Kurz nach der Veranstaltung lädt Markus H. das Video mit dem kontextlosen Satz im Internet hoch. Es wird zigfach geteilt. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die Drohungen gegen den Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Wer ist Markus H.? Kein unbeschriebenes Blatt, wie unsere Recherchen zeigen. Seine rechtsextremistische Gesinnung reicht bis in seine frühe Jugend. Sie beginnt hier, im Haus seines Großvaters in Fuldatal. In dieser Wohnung lebt er als Teenager allein, trifft sich mit Freunden der rechtsextremen Szene. Ein Nachbar, der anonym bleiben möchte, erinnert sich. Ständig habe damals die Polizei kommen müssen. Der Großvater sei machtlos gegen H. gewesen. Als Nachbar habe ich mitbekommen, dass Markus H. seinen Opa ständig terrorisiert hat. Er hat rechtsradikale Musik gespielt und das ging bis morgens, manchmal 3 Uhr. Der Nachbarschaftsterror gipfelt in einer Tat im September 94, als es zu Handgreiflichkeiten im Haus kommt. Die Polizei wird gerufen, findet 16 Schallplatten rechtsextremer Musik, aber nicht nur.
Die Polizei hat dann oben, wo sie die Durchsuchung gemacht hat, mehrere Plakate gefunden, Schriftstücke, Koffer mit Hakenkreuzen draufgemalt. Unter anderem auch Kassetten haben sie sichergestellt. Anfang der 90er soll Markus H. in einer Straftat an dieser Bushaltestelle verwickelt sein, als eine Gruppe Rechter auf einen 17-jährigen Jugendlichen einprügelt. Auch darüber existiert ein Zeitungsartikel. Wir sind die rechtsextremen Kameraden von damals. Sie alle tummeln sich in der sogenannten FAP, der Freiheitlichen Arbeiterpartei Deutschlands. Politisch Andersdenkende gelten als Feinde der Partei, die nach Machtübernahme zu erschießen seien. 1995 wird sie für verfassungswidrig erklärt und verboten. Zur Jahrtausendwende hin zieht Markus H. dann aus der Gemeinde Fuldatal nach Kassel und lernt dort auch Stefan E. kennen. Markus H. ist internetaffin. Mit dem Pseudonym Professor Moriarty ist er auf YouTube und in Foren von Lokalzeitungen aktiv, fällt mit rechter Hetze auf. Mit einem zweiten Pseudonym, Stadtreiniger, ist er im Forum der Freien Kameradschaft Kassel vertreten, einer Kasseler Neonazi-Gruppierung. Dort schreibt er zum Beispiel: Sie können uns unterdrücken, sie können uns meinetwegen töten. Kapitulieren werden wir nicht. Heil euch! Doch auch auf der Straße fällt Markus H. auf. Hier in der ehemaligen Kneipe Billardeck soll Markus H. den Hitlergruß gezeigt und Sieg Heil gerufen haben. Er nimmt auch an Demonstrationen teil, zum Beispiel hier 2009 bei einer Demonstration des Freien Widerstands Kassel. Eine rechtsextremistische Gruppierung, bei der er und Stefan E. Mitglied sind. Auch mit Stefan E. gemeinsam nimmt er an Demos teil. Wie hier in Chemnitz 2018, als die AfD mit Rechtsradikalen und Neonazis gemeinsam marschiert. Trotz dieser einschlägigen rechtsextremen Vorkommnisse hat H. eine Waffenbesitzkarte und verkaufte auf dem Portal eGun, eine Art eBay für Waffen, ganz legal Waffen und Zubehör. Markus H. sei ein absoluter Waffennarr gewesen, bestätigt auch einer seiner ehemaligen Kameraden aus dem Freien Widerstand Kassel, der anonym bleiben möchte. Auf jeden Fall gab es eine große Affinität für Waffen. Und es gab eine große Affinität zu sagen, wir müssen uns stärken, wir müssen fit sein, wir müssen Kampfsport betreiben, um quasi gewappnet zu sein, für was auch immer. Das passt auch zu unseren Recherchen, denn Markus H. führte Stefan E. in seinen Schützenverein ein und soll ihn immer wieder zu Schießübungen animiert haben. Er soll auch derjenige gewesen sein, der Stefan E. die Tatwaffe zum Mord an Walter Lübcke vermittelt hat. Auch die Bundesanwaltschaft hält es für sehr wahrscheinlich, dass Markus H. Stefan E. in seinem Willen zur Tat bestärkt habe. Seit Ende Juni 2019 sitzt er deshalb in Untersuchungshaft. Er selbst hält an seiner Unschuld fest. Markus H. Er ist also ein seit dem Jugendalter aktiver Neonazi, der auf einschlägigen Veranstaltungen aktiv war. Vorbestraft und trotzdem legalen Zugang zu Waffen hatte. Ein Mann, der im Internet in diversen Foren hetzte und der Antreiber gewesen sein soll hinter Stefan E. Beide verbündeten sich 2015 gegen Walter Lübcke, der sich um Flüchtlingsunterbringungen kümmern musste. Jetzt sind sie beide tatverdächtig. Stefan E. am Mord, Markus H. zur Beihilfe am Mord an Walter Lübcke.